ersten Seite. Wiedergeburt auf jeden Fall cool, die lässt sich gut verkaufen. Ich habe ja auch schon in Ultra genügend. Genau, da dürften dann später auch noch zwei schöne kommen. Dann nochmal eine Thunwelt. Thunwelt ist auch immer mega fett. Ist auch in einem relativ guten Zustand eigentlich aus Magic Ruler, also noch aus dem ganz alten. Sehr schön, der Würfel ist natürlich nicht mehr in so gutem Zustand, die findet man noch relativ selten in einem guten. Aus Spell Ruler Friedensbote ist natürlich auch sehr schön, auch noch in einem recht guten Zustand auf jeden Fall. Ich weiß es gar nicht, habe ich die Friedensboten eigentlich schon eingepackt? Ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. Ein Tag voller Frieden, die sind beide aus dem OP, das heißt, die kommen mit raus. Ist beide super, werden wahrscheinlich auch beide in einem guten Zustand sein. Die ist natürlich auch zur Abgabe. Schwerer Sturm habe ich auch schon zu Genüge. Die lassen sich immer gut für einen Euro oder so vertauschen. Teilweise sogar mehr, je nachdem, an wen man gerät. Spiegelwand auch. Kann man auch abgeben. Geht allerdings nichts mehr, aber trotzdem. Nice to have, ein Tauschbinder. Magischen Hüte. Gucken. Okay, ja, ist auch ein guten Zustand auf jeden Fall. Mega nice. Dann, okay, Shadow Spell ist jetzt nicht so beeindruckend. Hier haben wir jetzt wieder Cummins. Oh Gott, hier geht's weiter mit Cummins. Hier aus dem Champion Pack, der kommt natürlich mit raus. Ja. Hier haben wir jetzt wieder Lower. Coming. Topf der Trägheit, auch Champion Pack. Und nicht eingehüllt, schäm dich. So. Haben wir hier irgendwas? Nein. Day of Peace, ein Coming, ja gut. Lässt sich auch immer gut vertraden. Baumfrosch. Vampirlore, da ist auch alles. Ich weiß nicht, Hemmung, ob sich die gut verkaufen oder vertraden lässt. Ich glaube, die ist verboten. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Needleworm auf jeden Fall. Immer gut. Verwandlungskrüge auch. Eigentlich so an sich. Die Spielmarken finde ich cool. Die habe ich so noch gar nicht. Kuribu. Oh, hier, mega nice. Mega nice. Die sind in Colored Rare. Die Monarchen. Die lege ich auf jeden Fall raus. Die haben zumindest bei mir nichts in einem Common Ordner zu suchen. Der ist aus dem Tournament Pack 8. Was ist denn... Ja, okay, der ist spanisch. Auch gut. Das sind jetzt wieder welche aus dem CT. Gut, dann wären wir mit dem Ordner wohl auch durch. Und jetzt kommt der wohl teuerste Ordner. Das ist der Bursche hier. Gehen wir jetzt auch nochmal geschwind durch. Jetzt haben wir hier eine Exodia aus LOB. Unlimitiert. Deutsch, aber halt wirklich in einem super Zustand. Das muss wohl sein richtiger Sammelbinder gewesen sein. So. Ja, also top. Die hole ich auch direkt raus, weil die habe ich schon eingetütet. So. Dasselbe gilt auch für Exodia Necros. Auch die müsste eigentlich in einem guten Zustand sein. Auf jeden Fall. Die lege ich raus. Dann haben wir einen, der müsste, glaube ich, einen dunklen Magier, der ist jetzt auch nicht mehr Mint so, aber er ist noch in einem wesentlich besseren Zustand und auch First, für den kriegt man vielleicht auch noch ein paar Euro. Dark Magician Girl kommt auf jeden Fall raus, auch der dunkle Magier, die ist for trade, brauche ich noch selber, muss ich gucken, ich hole die hier jetzt gerade alle raus, weil die, oh Gott, die ist ja abgeranzt, weil einige von denen sind halt for trade und ein paar sind hier tatsächlich so für die Sammlung.
der japanische ist ein Miscut und auch richtig angedönert. Wie schaut es mit dem hier aus? Das ist LOB. Der ist auch ziemlich angeknickst leider. Aber gut. Kann man nicht ändern. Dann haben wir noch einen dunklen Gelehrten. Wieder aus DB. Der ist jetzt in einem guten Zustand. Der hier ist japanisch und auch in einem guten, der ist aber for trade, weil den gibt es ja auch aus MFC. Der Dark Paladin ist aufgrund seines Zustands for trade. An sich hätte ich ihn noch brauchen können, aber der ist halt wirklich... Aber da kriegt man trotzdem noch ein bisschen was für, also so ist es nicht. Dann aus der Master Collection, richtig geil, Breaker the Magical Warrior. Die baue ich auf jeden Fall selber, aber die habe ich noch nicht. Gedingsbums. Die ist nicht for trade, die ist da zur Abgabe nicht for trade, die kommt, hoppla, die kommt in den Koffer, den ich ja verkaufe, irgendwann. Hier richtig cool Banzai, oder Bandai, je nachdem, ich weiß nicht, auch super Zustand, mega fett. Der hier oben, der ist aber durchgedönert, egal. Der hier müsste jetzt, der ist jetzt aus Dark Beginning. Mega fett, auch in einem sehr guten Zustand, und der hier ist natürlich, das ist natürlich so die Krönung auch, der geht einiges, ich glaube 19, 20 Euro müsste aktuell gehen, aus dem Anniversary Pack, richtig schön. Dann haben wir Raviel und Harmon in oder aus der Legendary Collection, um die Götter aus der Legendary Collection, die beiden, ich weiß nicht, ob jetzt Ra for Trade ist, was glaube ich, Ra war Slifer, ist auf jeden Fall nicht, aber Obelisk ist auf jeden Fall for Trade. Genau, dann hier der japanische, der ist natürlich for Trade, weil es ihn halt auch auf Deutsch gibt, in Alti, dementsprechend, so ist das. Der hier ist halt echt krass, ne, der ist First, wenn der Mint wäre, der wäre richtig wertvoll, aber der ist First so, der zerfällt halt wirklich, das hat man schon auf den Bildern so gesehen. Ne? Aber auch hier sehr schön Serpent Night Dragon, auch eine Erstauflage, Englisch, sehr schön, ich weiß nicht, den ich glaube ich auch schon, legen wir auch mal raus. Der LOB sieht aber auch nicht mehr so gesund aus, ja, der ist natürlich auch schon durchgedönert. Der ist natürlich vor Abgabe, zur Abgabe der hier, dann aus Jump Victory Dragon, auch sehr schön. Ja, das hier hinten ist eher Dreck so, keine wirkliche Beschädigung, aber den habe ich noch nicht eingetütet. Der ist aus den Legendary Decks, der ist jetzt nicht so, der ist halt, weil ich ihn schon eingetütet habe, genauso wie der, der ist auch aus dem Banzai. Ich hoffe mal, dass er auch in einem guten Zustand ist, so wie der Blue Eyes, ja, top. Dann aus LOB, Gaia. Der Dragon Champion, der ist natürlich auch wieder ziemlich angelullt, sag ich mal, ziemlich angeditscht. Der wird für die private Sammlung vielleicht noch taugen. Dann haben wir hier oben einen Red Eyes aus LOB. Der ist sogar in einem relativ guten Zustand, muss ich sagen. Sehr schön. Die kommen generell mal raus. Hier habe ich nämlich, ist das die Hülle? Der ist angeditscht. Wenigstens der aus LOB ist heile. Das ist wichtig. Genau. So, dann schauen wir mal weiter. Der ist auf jeden Fall for trade, weil den gibt es auch aus der Jump. Der hier, der ist auch schon eingetütet worden. Blowback Dragon aus AST. Das ist noch ganz gut. Auf jeden Fall. Auch Hades wird schon eingetütet. Dann DB Macera. Tank. Sonst noch Marshmallow. Premium Pack. Okay. Ja, die Magnetkrieger auf jeden Fall auch mega nice. Gefällt mir sehr gut, alle drei. Finstere Parsa-Ritter. Finstere Parsa für Alti. Ist auch im relativ guten Zustand. Da oben ein Blockdrache, glaube ich, heißt er. Der ist jetzt nicht so neu, keine Ahnung. Dann haben wir einen Herbeigerufenen. Aus Dark Beginning, auch in einem guten Zustand. Kann ich auch rauslegen. Selbiges gilt natürlich für den hier. Der ist auch in einem guten Zustand. Hoffentlich ist... Ich
weiß nicht, ist der. Na. Für die private geht der noch. Aber für die andere ist er halt zu durchgedönert schon. Genau, Goblin Angriffstrupp, der ist auf jeden Fall for trade, den habe ich schon so oft. Genau, der ist auch noch im relativ guten Zustand. Hier oben nochmal ein herbeigerufenen aus dem Originalset, aus Metal Raiders. Boah, geht eigentlich noch so. An sich. Dann natürlich wieder die hier, musste ja sein. Hier, der ist halt, das ist halt so ein richtiges Schätzchen, ein richtiger Schatz. Das ist der Zeitzauberer. In einem relativ guten Zustand, das ist ja so ein Dreck ein bisschen, aber First, der geht halt auch so sein 20 ungefähr. Mega nice. Hier Torwächter, Secret Rare. Unlimitiert, aber trotzdem sehr geile Karte, richtig schön. Gefällt mir. Dann natürlich hier wieder so ein paar Teile. Ganesha Elefantis, ist jetzt nicht so. Genau, hier einen Secret Rare und einen Möbius in Ghost. Das ist, glaube ich, die einzige Ghost, die hier dabei war in der Sammlung. Aber auch mega fett auf jeden Fall. Was haben wir sonst noch? Genau, wir haben hier die Monarchen in Alti. Da würde ich nur mal kurz den Zustand checken. Der hier ist, glaube ich, nicht mehr so prickelnd. Nee, der ist nicht mehr so der Burner. Der ist sogar First aus RDS und ist in einem wesentlich besseren Zustand. Der ist aus Flaming Eternity, auch First. Und ebenfalls in recht guten Zustand. Also nur der eine hier ist ein bisschen angedönert. Da oben haben wir sie nochmal, allerdings ein Super. Genau. Hier auch richtige Schätze. Die sind hier aus dem Champion Pack 3. Würde ich auch mal kurz den Zustand prüfen. Die gehen eigentlich alle. Nice. Die lege ich natürlich raus, weil die kommen in den speziellen Ordner. Dann haben wir einen Pistolendrachen aus Metal Raiders, auch guter Zustand. Ophoroid-Kämpfer in Alti ist auch okay vom Zustand her. Aus der Jump haben wir hier den Cyber-Dinosaurier, auch mega cool. Der kommt natürlich auch direkt rausgelegt. So. Und hier haben wir natürlich einen richtigen Eyecatcher und das ist ein deutscher Jinzo First. PSV, so, ne? Der geht so an die 60 Euro. Also das ist so richtig geil. Na, Jinzos lege ich generell mal raus, weil die, der hier ist natürlich vor Trading im Zustand. Weil, die habe ich ja eh schon eingetütet. Auch der Pistolendrache natürlich. Muss mal kurz gucken. Der geht auch voll klar. Dann Cyberdrache, die sind beide aus der Sach. Duelist Saga, der ist First aus dem Originalbooster, mir frisch aus dem Booster. Och, mega nice. Dann Vampir Lord, Deutsch und aus Dark Crisis. Guter Zustand, der ist auch einiges wert, aber den habe ich noch nicht eingetütet. Genauso wenig wie die. Zombie Master ist auch noch eine Karte, die ein bisschen was geht. Direkt hier im Playset.